Wir sind die Omi und der Opi. Mhm. So. Yeah. Wir waren im Urlaub. Yeah. Erzähl mal, wo wir im Urlaub waren. Wir waren in Castrop-Rauxel. In Castrop-Rauxel waren wir. Mhm. Das war schön. Das war schön. Ach, da haben wir nämlich was gesehen. Ja. Ein Walfisch haben wir da gesehen. Ich war Opi. Ja, ja. Erzähl doch mal, wie das war. Der Walfisch, der also, war ganz groß. Ja, wir sind nämlich da hingekommen. Ja. Wir haben erst an nichts Böses gedacht. Nein. Und dann? Dann kam der Walfisch vorbei. Der Walfisch. Da war nämlich ein LKW. Mhm. Und hinten auf dem LKW, da war... Ein Walfisch. Ein Walfisch. Mhm. Und da hat der Opi was Lustiges gesagt. Sag mal. Da ist ein Walfisch. Hat er gesagt. Und ich hab gesagt, oh, Opi, du spinnst, ja. Ein Walfisch hier im Urlaub. Mhm. Das geht ja gar nicht. Aber dann hat sie ihn auch gesehen. Dann hab ich ihn auch gesehen. Und dann sind wir mal dahin gegangen. Ja. Und da hat der Opi gefragt. Mhm. Ist das ein Walfisch? Hat er gefragt, der Opi. Das ist ja immer so ein kleiner Schlawiner. Der fragt immer so verrückte Sachen. Ja, ja, ist gut jetzt. So. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, ja, das ist ein Walfisch. Walfisch hat er gesagt. Ja. Ja. Und da wollte man natürlich wissen, wo der herkommt, der Walfisch. Hat der Opi gefragt. Hab ich gefragt. Wo kommt der Walfisch her, hat der Opi gefragt. Hab ich gefragt. So, was haben die geantwortet? Aus dem Meer. Aus dem Meer, haben die gesagt. Richtig. Das ist ja so, das ist ja das Meer, das ist ja voll mit Wasser und Fischen und Walfischen auch. Walfischen auch, ja. So, dann haben wir natürlich wissen wollen, ja, warum ist denn der Walfisch aus dem Wasser rausgekommen? Ne? Hat der Opi ist hin und hat gefragt. Warum ist der Walfisch aus dem Wasser? Richtig. Haben die gesagt. Da haben die gesagt. Der ist tot. Richtig. Ach, je, haben wir gedacht. Doch. Tot. Aber Walfisch. Oh je. Yeah. Was machen wir denn da? Ja, nichts mehr, ist ja tot. Der muss ja jetzt beerdigt werden. Ja, ja. Da haben sie ihr eine Schippe in die Hand gegeben. Da haben sie mir eine Schippe in die Hand gegeben und haben gesagt, helfen Sie mal, das Loch zu buddeln. Richtig. Ja. Ich wusste es ja nicht, was ich machen sollte. Na ja, halt buddeln, ne? Ich war ja im Urlaub. Ja, ich auch. So. Mhm. Ich also mit der Schaufel in der Hand und dem Opi im Schlepptau und dem toten Walfisch auf dem LKW. Sind wir zum Friedhof. Zum Tierfriedhof. Ja. Was ist? Ja, ja. Was sind wir hin? Ja, ich habe gerade Sternchen gesehen. Ja, so. Der Walfisch, der war nämlich gestrandet. Mhm. Über den Fluss. Mhm. Aus dem Meer in den Fluss. Wie er da hingekommen ist, weiß keiner. Und dann war er tot. Ja. Naja. Das ist wahrscheinlich wegen dieser Fabrik, die da... Naja. Egal. Naja, also ich auf dem Friedhof angefangen zu schippen. Mhm. Immer geschippt. Mhm. Und der Opi hat immer nur gesagt... Du musst schippen, tiefer schippen, ich soll schippen, hat er gesagt. Mhm. So, und jetzt kommt es. Dann war irgendwann das Loch so groß, da hätten zwei Walfische reingepasst. Mhm. Da haben wir uns gefragt, wo kriegen wir jetzt den zweiten Walfisch her? Ja, war ja nicht so einfach. Nee, fünf mal ein Walfisch, aber zwei... Ja, aber da hatte der Opi eine ganz tolle Idee. Richtig. Wir fahren zur Nordsee und jagen einen zweiten Walfisch. Ja, genau. Mhm. Und das machen wir dann nächstes Jahr im Urlaub. Richtig. Danke.